Moin zusammen. Wir gucken uns heute zusammen kurz an, was ist FSR und was bringt uns das beim Steam Deck? Zwei, drei Worte dazu, was FSR eigentlich ist. FSR ist ein Skalierungsalgorithmus von AMD. Komplexes Wort. Heißt im Prinzip, dass die Technik dabei hilft, Bilder in einer geringen Auflösung so aussehen zu lassen, als hätten sie eigentlich eine höhere Auflösung. Das heißt also, die Bildqualität verbessern. Das Steam Deck hat die Funktion nativ drin. Das heißt, man kann sie bei jedem Spiel aktivieren. Dafür muss man allerdings zwei, drei Vorbereitungen treffen. Wir gucken uns das gleich an, wie es im Detail aussehen kann. Wenn ihr das bei einem Spiel aktivieren wollt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr als Bildschirmmodus den Windowed Mode aktiv habt und dass die Auflösung im Spiel geringer ist als die native Auflösung des Displays. Die liegt bei 1280 x 800, 16 zu 10. Einige Spiele unterstützen das nicht, deswegen ist das am nächsten dran native 720p. Das ist 1280 mal 720. Die findet ihr eigentlich in jedem Spiel. Ihr müsst aber, damit FSR greift, niedriger gehen. Es empfiehlt sich da zum Beispiel eine Auflösung von 960 mal 540. Die habe ich jetzt hier für das Beispiel genommen, Nier Automata. Und wenn ihr die eingestellt habt, dann könnt ihr rechts über den Drei-Punkte-Button runtergehen im Batteriebereich und findet dann hier bei Scaling-Filter ganz rechts die Option FSR. Wie das im Spiel aussehen kann, gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe da mal was vorbereitet. So, ich habe die Bilder mal nebeneinander gelegt, ganz links. Native Bildauflösung in der Mitte, die mit FSR und rechts nur 540p. Man kann unter anderem schön an diesem rostigen Konstrukt im Hintergrund sehen, wie da was für einen Einfluss das Ganze auf die Textur haben kann. 720p sieht am klarsten aus, 540p am verwaschensten. Und 540 mit FSR irgendwo so dazwischen. Ich habe hier nochmal einen anderen Bildvergleich genommen. Ihr könnt ja auch zurückspulen, wenn ihr da euch dann nochmal genauere Unterschiede angucken wollt. Hier sieht man auch schön, dass das Bild mit 540p diesmal in der Mitte am grisseligsten ist. Das heißt, da wirkt es am unruhigsten. 720p schon am aufgeräumtesten. Ich habe die Standardeinstellungen verwendet im Spiel. Und ganz rechts mit FSR kommt es am ehesten an 720p ran. Es ist nicht ganz da, aber schon so ein bisschen. Hier sieht man nochmal den direkten Vergleich. Man kann zum Beispiel links bei diesem Rad sehen, wie verschwommen das Bild ist, wenn FSR ausgestellt wird. Das ist der Punkt, wo der Scaling-Filter auf Linear steht. Und es wirkt doch deutlich klarer, wenn FSR an ist an der Stelle. Man könnte jetzt mit der Sharpness darunter nochmal so ein bisschen hantieren, bis man die optimale Bildeinstellung für sich selber gefunden hat. Aber ich denke, das hier gibt einen ganz guten Vergleich zwischen den Konstruktionen. Ihr seht hier über der FPS-Anzahl FSR an. Das passiert halt nur, wenn ihr die Auflösung im Spiel niedriger haltet als die native Auflösung des Steam Decks. Es wird auch nur angezeigt, wenn ihr das Performance-Overlay auf das Maximum stellt, also auf Stufe 4, sonst bekommt ihr das gar nicht zu sehen. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Der große Vorteil bei FSR ist natürlich, dass man die Auflösung geringer stellt. Wenn man die Auflösung geringer stellt, verbraucht das Steam Deck weniger Power. Weniger Power bedeutet, man hat mehr Batterielaufzeit. Wie bei ganz vielen anderen Sachen, die wir auch schon gemacht haben, ist das quasi die Nummer 1 Sache, warum man FSR nutzen sollte. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ich werde mir die Weiterentwicklung der Technik FSR 2.0 angucken, sobald ich ein Spiel besitze, das die Technik unterstützt. Das habe ich momentan noch nicht. Das wird jetzt bei einigen Spielen noch nachgepatcht. Es kann also gut sein, dass das nachrückt bei einem Spiel, was ich schon habe.
Aber eins von denen, ich glaube drei oder vier sind es bisher nur, die das nativ von Haus aus unterstützen, die habe ich noch nicht. Gucke ich mir dann aber auch an und dann mache ich wieder so einen Vergleich. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Ergebnisse so sind, ob das bei euren Spielen gut funktioniert oder ob es einfach zu grisselig ist. Würde mich freuen. Und damit euch noch einen schönen Tag, wann immer ihr das guckt. Und wir sehen uns wieder. Tschüss!